Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich um eine Produktvorstellung aus dem Hause Haiger. Beziehungsweise ist jemand, beziehungsweise der Oliver von der Firma allesfürihrtier.de auf der ReefMania auf mich zugekommen und hat gesagt, pass mal auf, ich bekomme den nächsten Gerät rein, das würde ich gerne vermarkten. Und ja, ich sag, schick's mal vorbei, ich schaue es mir an, ob man damit was anfangen kann. Hab's jetzt auch tatsächlich eine gewisse Zeit im Gebrauch gehabt und ja, wieder alles sauber gemacht, zusammengesetzt, wie es im Originalzustand ist, um euch im Endeffekt zu zeigen, was kann das Ganze. Ja, es handelt sich hierbei um einen Futterautomat, der appgesteuert ist. Das ist ja nichts Neues. Was aber gleichzeitig recht cool ist, ist, dass wir dazu noch eine Kamera haben. Und zwar eine Kamera, die auch mit unseren Lichtverhältnissen hier, mit relativ hohem Blauanteil etc. relativ gut klarkommt. Und ja, wie das alles genau funktioniert und wie es zusammengesetzt ist, das schauen wir mal. Gucken wir einfach mal. Der aktuelle Preis beim Oliver im Shop liegt, glaube ich, bei 115 Euro. Und ja, ist somit okay, finde ich. Dafür, dass man ein komplettes System hat. Kamera, mehrere Möglichkeiten, es zu montieren. Ein Futterautomat, der unterschiedlich einzustellen ist. Und in unterschiedlicher Weise gebraucht werden kann und eigentlich auf allen möglichen Becken tatsächlich zum Einsatz kommen kann, wenn man das möchte. Und ich selbst habe es auch schon, wie gesagt, ausprobiert, habe da meine persönliche meinen persönlichen Aufbau gefunden, ohne dass ich jetzt hier an meinem Acryl großartig was machen muss. Aber kommen wir jetzt mal im Einzelnen dazu. So, stell den mal hier vorne hin, damit er alles verdeckt. Nein, ich lege den hier hin. So, also, wir haben hier einmal das Futterautomaten-Gehäuse. Da, wo wir im Prinzip alles an Futter reinpacken. So, da haben wir einmal so eine Scheibe, Kabel und Kleinmaterial. Und so schaut das Ganze dann hier aus. Wir haben hier drin einen Impeller. Der ist aus weichem Kunststoff. Das heißt, wenn da sich irgendwas verhaken sollte, dann kann das Ding, dann bleibt er nicht stehen, dann blockiert er nicht. Dann ja, geht er kurz drüber und dann kann das wieder freigemacht werden. So, dann haben wir hier auf der Unterseite, da kann man diese Scheiben austauschen. Und ihr seht, wir haben hier zwei verschiedene Scheiben. Ja, die hier mit dem kleinen Loch ist für Pelletfutter, feines Futter etc. Und das hier ist für Flockenfutter. Den kann ich euch nicht zeigen, weil ich kein Flockenfutter benutze. So, aber wie es der Zufall so will, ich benutze natürlich Pelletfutter. Hier ist eine Spezialmischung drin aus zwei verschiedenen Futterarten. Warum? Kommen wir auch gleich zu. So, das ist die Unterseite. Also wir suchen uns schon mal den passenden Aufsatz für unser entsprechendes Futter aus. So, dann wird das hier unten draufgesetzt. Moment, bevor ich was falsch mache. Genau, falsch rum. Ja, auf der Seite, wo diese beiden Pinüppel hier oben sind, muss es aufgesetzt werden. Und dann haben wir hier so eine kleine rote Markierung drauf. Diese Markierung muss nach hier hinten zeigen. Auf die Startposition. So, jetzt ist im Prinzip der Behälter schon so gut wie fertig. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit. Wer möchte, kann hier oben ein Trockenpad reinpacken, nicht im Lieferumfang enthalten. Das kommt dann dementsprechend hier oben rein. Wieder zumachen, kriegt er ja hinterher geschmissen hier bei eBay, Amazon etc. pp. Ja, also meine Futtermischung hier einfach schon mal rein. Und dann seht ihr, da passt einiges rein. Und dann haben wir hier oben, ist noch zusätzlich, sind Gummiringe drin, damit das Ganze noch abgedichtet ist. Und dann haben wir hier das schon mal für den Einsatz vorbereitet. So, kommen wir hierzu. Soll ich jetzt Gitarre spielen? Nee, das ist Plektron. Ähnlich wie ein Plektron. Damit kann ich dann dementsprechend den innen drin
den Behälter reinigen. So, dann haben wir das USB-Kabel zum Strom. Wichtig dabei ist, es ist kein Netzteil dabei, weil wir haben so oder so so viele Netzteile zu Hause liegen oder Steckdosen, wo USB-Anschlüsse dran sind. Ich habe jetzt hier ein handelsübliches Netzteil noch rumfliegen gehabt und das wird im Endeffekt mir jetzt die Stromversorgung hier sicherstellen. Kabel ist lang genug, lang satt, habe ich jetzt nicht gemessen, messe ich vielleicht noch und schreibe es unten drunter. Normaler USB-Anschluss. So. Habe ich eigentlich überhaupt Saft? Ja, hätte ich. Gut, dann haben wir die Stromversorgung schon mal vorbereitet. Kommen wir zum eigentlichen Gerät. Ne, kommen wir erstmal hierzu. Das hier ist die Halterung für Poolbecken. Die wird mit den mitgelieferten Schrauben, jene welche hier, das sind unter anderem auch Ersatzschrauben für den Bereich hier drin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber 4 Stück von diesen Schräubchen hier sind für diese Halterung gedacht. Die dann anschließend, wenn man das braucht, da hat man hier unten, ist da eine kleine Ausbeulung. Das gleiche haben wir hier. Das passt ineinander, sodass sich das nicht verdrehen kann. Und dann kann ich hingehen und kann mit den 4 Schrauben das Ganze anziehen und dann hätte ich diese Einheit für ein Poolbecken vorbereitet. So, brauche ich aber nicht. Ich habe kein Poolbecken. Also, nice to know für euch, für alle, die ein Poolbecken haben und sich über dieses Gerät oder dieses Gerät interessant finden. Hier ist unsere Einheit. Wir haben hier einmal 2 Sicherungsknöpfe, die sind gleich für den für das Futterreservoir da zum Arretieren. Dann haben wir hier die Aufnahme, die wir gerade eben schon oder ich gerade eben schon auf die richtige Position gedreht habe. Und hier ist ein Pfeil. So, guckst du, da ist noch ein Pfeil. Die beiden kommen gleich übereinander. Mache ich jetzt noch nicht, weil sonst schüttle ich da drin hin und her. Dann haben wir hier einmal den Knopf für die manuelle Fütterung. Da kann ich jederzeit hingehen und darüber füttern, wenn ich das möchte. Dann habe ich hier einen Wi-Fi-Knopf, WLAN. Der ist gleichzeitig der Knopf dafür da, um das Gerät zurückzusetzen, unter anderem. Einmal eine Stromversorgung und Batterie-Backup wäre auch möglich. So, habe ich sonst noch was vergessen? Tue ich ja meistens. Ich befürchte, nein. Aber das Wichtigste kommt ja noch, die Kamera. So. Die ist nämlich hier drin. Und da habe ich euch auch noch den Anschluss dafür gezeigt, wo die angeschlossen wird. Wir haben hier diese süße kleine Kamera. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. So, jetzt bin ich natürlich wie immer schon mal wieder ein sehr vorsichtiger und ängstlicher Mensch. Wir hätten als allererste Möglichkeit, vom Hersteller so vorgesehen, hier ein Klebepad drauf. Damit könnten wir, wenn wir es abziehen, die Kamera hier hinten da montieren, wo wir sie haben wollen. Ja? Darauf achten, das ist oben. Also die Kamera nicht so montieren, weil ansonsten habt ihr ein schiefes Bild. Könnt ihr zwar in der App nachjustieren, aber Kabel nach oben ist das Einfachste. So, jetzt bin ich hingegangen und habe hier hinten, das habe ich mal ausprobiert, mir einfaches Hobbyglas genommen. Ja? Und habe die Kamera mit ganz high-tech hier einfach draufgesetzt, darauf geachtet, dass das schön gerade nach oben ist, den Tesafilm darüber. Ich könnte jetzt auch das Klebepad davon benutzen und hier die Kamera so an meinem Aquarium montiert, weil ich an den Seitenscheiben nichts haben möchte, aber was oben drauf ist, ist nicht so schlimm. Und jetzt kann ich tatsächlich hingehen und die Kamera in einem entsprechenden Winkel mir montieren, so wie ich das gerne hätte. Ja, warum macht sie die nicht ganz dran? Ganz einfach, weil die dann nämlich straight dadurch aufnimmt. Zeige ich euch aber gleich. Ich habe die dementsprechend so montiert. Und warum, weshalb, wieso, kommen wir gleich zu. So, dann haben wir hier einen Stecker, beziehungsweise so einen Kontaktstecker mit Magneten. Und hier ist die entsprechende Aufnahme dafür. So, und ihr seht, der ist zu blöd, einen Stecker dran zu machen. Geht nicht. Nein.
diese Magnete sind entsprechend gepolt, dass man das nicht falsch rum aufstecken kann, weil dann kriegt das Ding keinen Kontakt. Steckt man das Ganze richtig rum drauf, zack, Kontakt und kann auch jederzeit ohne Probleme wieder abgenommen werden, wenn es richtig rum montiert wird. So, nächste Sache. Hier haben wir unsere Aufnahme für das Gerät selber. So, auf der Unterseite dieser Aufnahme haben wir auch ein Klebepad, wenn ihr das aufkleben wollt. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich klebe ja Sachen eigentlich nicht so gerne fest. Ich bin da eher der magnetische Typ. Auch wieder, ich lasse das Pad so, wie es ist. Und kann man sich organisieren. Hier, die guten, großen Tunzemagneten. Die passen nämlich exakt da rein. So, das ist die Wasserseite, das ist die Trockenseite. Ist wurscht. Ja, die kann ich da so direkt reinlegen und dann das Ganze hier montieren, dass das Gerät durch den Magneten gehalten wird. Habe ich auch schon hier probiert am Becken, funktioniert einwandfrei. So, jetzt haben wir hier hinten eine große Öffnung. Da wird nämlich das Kabel durchgeführt, durch diese Riesenöffnung. Warum die so groß ist, weiß ich jetzt nicht. Aber da kann man unter anderem natürlich auch die Kamera zwischenlagern, wenn man das möchte. So, Kamera dran und dann wird das Ganze hier so aufgesetzt. Ja? So, und jetzt kommt unser Futterreservoir obendrauf. Und dann werden diese beiden Knöpfe hier seitlich eingedrückt und da muss man so ein kleines bisschen fummeln, habe ich schon gesehen, dass das, Moment, ist nicht ganz nach hinten, genau. Wie gesagt, darauf achten, dass dieser rote Punkt hier hinten genau hinten auf die Aufnahme zeigt. Und dann werden die Knöpfe zusammengedrückt, müssen links und rechts einrasten, bevor ich hier ausraste. So, genau. Die müssen wirklich da drin verschwinden und dann ist das Reservoir auch fest da oben mit verbunden. So, Kamera noch verbinden. Richtig rum, du Nase. So, und jetzt habe ich hier auf der Seite, seht ihr jetzt nicht, weil ich das natürlich falsch rum aufgebaut habe, kann ich die Stromversorgung einstecken. Und sobald ich die Stromversorgung eingesteckt habe und Strom drauf gebe, fängt das an, das Gerät an und versucht sich mit dem entsprechenden WLAN zu verbinden oder sucht ein WLAN. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass eure Netze wie immer auf 2,4 GHz eingestellt sind. 5 GHz Netz bitte ausschalten. Und ich gehe noch mal kurz hier vom Strom, weil das ging gerade schon zu schnell hier. So, machen wir das mal eben kurz aus hier, aus der App rausgehen. So, die App müsst ihr euch natürlich auch noch runterladen. Das ist J-Link, also J-Link. Da müsst ihr euch natürlich registrieren. Und ich mache einfach mal hier jetzt die Bildschirmaufnahme mit auf. Und ihr müsst der App erlauben, Bluetooth zu verwenden. Weil die erste Verbindung, die beiden Geräte finden sich als allererstes über Bluetooth. So, sobald ich, wie gesagt, Strom drauf habe, fängt das Gerät an, fährt hoch und dann müsste jetzt gleich eigentlich auch automatisch da ein Gerät erkannt werden. Hat gerade eben schon funktioniert. Genau, da ist es. Dann nehmen wir das mal. So, er möchte den Standort verwenden. Ist auch wichtig bei solchen Funktionen. Ja, darf er. Beim Verwenden der App bitte. So, und dann nehmen wir das Gerät. Und jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Ich brauche natürlich mein Passwort. Wie immer nicht vorbereitet. Aber das kennt ihr ja von mir. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ganz weit in der Cloud versteckt, damit kein anderer dran kommt, außer ich. Kopieren. So. Wir nehmen das Netzwerk, womit das Gerät verbunden ist. So, dieses Netzwerk. Dann gehen wir hier das Passwort ein, einsetzen. Dürfte jetzt hoffentlich ausgeblendet sein, ansonsten mache ich einen Balken drüber. So. Und dann sage ich, nächster Schritt. Jetzt fängt er an, genau, das Ganze zu verbinden und zu integrieren, dem Gerät zu sagen, welches Netzwerk es zu benutzen hat. Und genau, jetzt können wir dem Kind noch einen Namen geben.
machen wir ganz einfach, Futterautomat. So, fertig. Nächster Schritt bitte. Gerät erfolgreich hinzugefügt. Wo ist es? Im Esszimmer. Nächster Schritt. So, und da könnt ihr jetzt dementsprechend eure Alarme aktivieren oder nicht aktivieren. Wenn das Gerät kein Futter mehr hat, sagt es euch das. Das heißt aber im Endeffekt, ihr müsst im Groben wissen, wie lange ihr damit hinkommt. Aber ihr kriegt eine Erinnerung, wenn da nichts mehr drin ist, hallo, da muss was rein. Ja? Dafür ist diese Alarmbenachrichtigung unter anderem. So, da ist er. Futterautomat, Esszimmer. Gehen wir mal drauf. Krasses Bild haben wir, ne? So, jetzt hänge ich das jetzt erstmal kurz hier auf. Einen Moment. Ich habe ja wieder, oh, jetzt habe ich die ganzen Klebestreifen. So, ich hänge es jetzt erstmal, ich hoffe, kommt natürlich mit dem Kabel nicht hin. Aber ihr könnt sehen, dass das Ganze hier schon ganz brauchbar ist. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Videoqualität, wir haben jetzt hier eingestellt, lass mich nicht lügen, SD. Die Videoqualität, die angezeigt werden kann, von eurem Endgerät abhängig ist. Tatsächlich habe ich hier ein gutes iPad, ich habe ein gutes iPhone, aber der kommt mit der HD-Aufnahme nicht klar. Das gleiche auf dem Rechner, also die App auf dem Rechner installiert, läuft HD vollkommen flüssig. Muss man jetzt nicht verstehen. Aber selbst in der SD-Aufnahme, gerade schon gesehen, wird dann dementsprechend, kommt's gut rüber, kann man gut sehen. Jetzt nicht weiter schlimm. So, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, die entsprechende Futtermengen einzugeben. Hier als Grundeinstellung steht 3 Portionen. Ist zu viel. Für mich, für mein Becken. Müsst ihr rausfinden. Ja, ich gehe auf eine Portion. So, und jetzt gehen wir erstmal hin. Ich halte den mal hier drunter und sage jetzt mal einmaliges Füttern. Kommt erstmal noch nicht so viel raus. Er hat sich auch nicht beschwert. Also wenn da nichts mehr drin ist, dann wird er sich dementsprechend darüber beschweren. So, jetzt gehe ich einfach mal hin. Oben wieder aufmachen. Futter wieder rein. Und wieder draufsetzen. So, und vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich eine Feinwaage. Und dann gucken wir mal, was der jetzt hier rauswirft. Das Futter, was ich jetzt hier zusammengemischt habe, ist einmal von Tropic Marine das Drogenfutter und das Futter hier vom Dr. Basler, das Biofish Food in der Größe M. Das ist ja ein ganz, ganz feines. Da schmeißt er mir zu viel raus. Deshalb bin ich hingegangen und habe 2 Korngrößen miteinander gemischt. Ich weiß, macht man nicht. Aber somit habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe beide Futterarten drin. Und gerade er hier, mein Japonikus, der braucht das gute Futter vom Dr. Basler. Und alle anderen fressen, ich sag mal, das Futter von Tropic Marine, das ist das hier, CBD, genau. Das CBD-Futter sehr gerne. Und es hilft auch ziemlich gut hier. So. Jetzt nullen wir ganz einfach mal die Feinwaage und gucken mal, was meine Futtermischung im Endeffekt da rausschmeißt. Und ich zeige euch das dann. So, eine manuelle Fütterung. So, rausgeworfen hat er mir jetzt tatsächlich 0,6 Gramm. Das ist nicht so wirklich viel und das solltet ihr im Vorfeld auch grundsätzlich versuchen, immer rauszufinden. Also diese 0,6 Gramm, ich packe es mal hier rein, damit ihr das ungefähr hoffentlich sehen könnt, das ist diese Menge. Das ist relativ wenig. Ich fütter so eine Menge 2-mal am Tag und am Abend kommt dann halt das Frostfutter dazu. Also weiß ich dementsprechend, geht hin, probiert es aus, wie viel ihr dementsprechend braucht. Dann könnt ihr die Menge an Umdrehungen einstellen und dann wird dann auch die Menge dementsprechend hier gefüttert. So, jetzt haben wir natürlich noch mehrere Funktionen hier in der App, die da zum Beispiel wäre der Fütterungsplan, der jetzt natürlich für mich wichtig ist. Und hier gehe ich hin,
Tägliche Fütterung, 13.49 Uhr, wir hatten das eingestellt. Ach so, das war ich. schon im Vorfeld eingestellt. Die nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und genau, einfach nach links ziehen, löschen, weg damit. Machen wir 9. So, unten Plan hinzufügen. Dann sucht ihr euch die entsprechende Uhrzeit aus, wann ihr füttern wollt. Bei mir 13 Uhr. 13.30 Uhr, die entsprechenden Tage. Und hier könnt ihr euch dann aussuchen, die Anzahl an Portionen, also wie oft der da im Prinzip durchdrehen soll. Wenn ich jetzt sage, der soll 1,2 Gramm füttern, hiervon, von meinem Futter hier, dann braucht er natürlich 2 Portionen. Bitte probiert es im Vorfeld aus. Auch unter der Berücksichtigung, wie viel bringt er rein, ist das vielleicht zu viel für den Fisch. Macht dann lieber mehrere Fütterungen nacheinander, anstatt eine zu viel. Ja, weil wenn zu viel auf einmal reinkommt, dann setzt sich das auf den Boden ab. Es gibt dementsprechend Stellen. Habe ich mal was zu gesagt. Detritus entsteht etc. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, mehrere Futterzeiten einzugeben. Also so, wie ihr das wollt. Ja, ich kann jetzt noch sagen, so die nächste Fütterungszeit ist jetzt meinetwegen um 16 Uhr. Und das Gleiche dann auch. Original sind 3 Portionen eingestellt. Ich stelle wieder eine ein, gehe oben auf den Haken. Und dann haben wir die entsprechenden Anzahl an Fütterungen drin. So, ich würde sagen, ich installiere das Gerät jetzt mal bei mir am Aquarium. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, tatsächlich ist die Aufnahme weitergelaufen und ihr konntet eben kurz beobachten, was ich hier so getan habe. Was ich am Anfang natürlich vergessen habe, ist, wir haben natürlich hier dementsprechend User-Manuals dabei. Das hier ist noch die englische Version, es soll aber noch eine deutsche geben, die dann dementsprechend dabei ist. Da ist auch nochmal alles mit QR-Codes zur App, Verbindungsroutine etc. drin erklärt. Das dazu und hier haben wir nochmal ein Quick Guide, das gleiche Spiel für die App. Und wie gesagt, wichtig an der ganzen Sache, wie immer, das Spiel mit der mit den 2,4 Gigahertz. So, ich nehme euch nochmal kurz mit auf die App. Und hier habe ich jetzt tatsächlich die Kamera seitlich so installiert, dass sie einen gewissen Winkel hat. Blende ich euch nochmal separat ein. Der Futterautomat oben steht so, dass er so gerade drüber schaut und mir dann halt von der Pumpe hier an der Seite verwirbelt wird. Ich würde das lieber da hinten verstecken, da kann das nämlich vielleicht auch in dem Vorhang verschwinden, aber da hinten ist mein Schacht. So, und das Futter, was ich habe, ist teils, das eine sinkt, das andere schwimmt und das, was schwimmt, bei falscher Pumpenstellung geht direkt in den Schacht. Will ich vermeiden, also muss ich das Ganze hier installieren. Ist formschön. Ist recht groß, ja, ist richtig, aber hat natürlich auch ein sehr großes Futterreservoir, muss man auch dazu sagen. Also damit kommt man relativ lange hin. Wie lange, kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen. Ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet und gemessen, was reinpasst und was dann tatsächlich an Fütterungen rausgeht. Werde ich vielleicht noch kurz nachreichen, ausrechnen etc. Aber ihr könnt hier sehen, die SD-Aufnahme ist eigentlich ganz gut. So. Ja, da ist gerade der Herr Bonikus am Schauen. Und ich habe natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt eine Videoaufnahme aus der Ferne. Das ist kein Problem. Ich kann aus der Ferne genauso gut eine Futterzugabe machen, die dann dementsprechend jetzt gleich ausgeführt wird. Die Verzögerung hier ist ungefähr so 10 bis 15 Sekunden. Also nicht ganz live. So, und jetzt müsste man theoretisch, genau, oben rechts in der Ecke sah man gerade schon ein bisschen Futter. Die haben heute schon einiges gekriegt, von daher müsste es sein, genau, da geht es gerade los. Ihr seht, die Kameraposition ist nicht ganz optimal gewählt, aber die Jungs flitzen rum und sind hinter dem Futter her. Ja, alles in allem finde ich das ein
cooles Goodie. Ich hatte ja vorher schon andere Fotoautomaten gehabt, jetzt auch zuletzt einen App-gesteuerten, der recht cool war, aber da jetzt das Ganze natürlich in Form, das Ganze noch mit einer Kamera, wo ich Videos aufnehmen kann, wo ich noch Bilder aufnehmen kann, wo ich aus der Ferne schauen kann, ist soweit in meinem Aquarium optisch alles okay. Wie gesagt, wenn ihr das auf HD schaltet, dann ruckelt das hier ein kleines bisschen. Warum, weiß ich nicht. Aber komischerweise, wenn ich die App auf dem Rechner installiere, ruckelt es nichts. Also ist wahrscheinlich der Grafikprozessor so ein kleines bisschen überfordert. Ich weiß es nicht. Ja, dann doch Apple so gar nicht so gut. Ne? Keine Ahnung. Nein, lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, alles in allem, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich guck mal hinten drauf. Modellnummer. 2,5 Watt Stromverbrauch. Also, da steht's. 230 Milliliter Kapazität. Die Auflösung ist 2K HD. Also, wenn sie dann läuft, also vernünftig läuft, auf dem Rechner geht's. Und wir haben die Möglichkeit, da habe ich jetzt noch eine kleine Einschränkung, Night Vision, also sprich, wir können in der Nacht schauen. Das funktioniert bei meiner Variante so, wie ich sie jetzt angebracht habe, aber nicht. Dafür muss die Kamera wirklich flach an der Scheibe sein und darf keine zusätzliche Reflexion von außen kriegen. Dann funktioniert auch nur die Night Vision. So, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hin und schalte mein Becken mal auf blau, damit ihr auch seht, also jetzt kommt es ja schon relativ gut rüber, habt ihr ja gerade eben gesehen. Und jetzt gehe ich nochmal kurz hin, um euch die Kamera zu zeigen, dass das Ganze auch unter Blau, ich gehe mal hier hin und schalte wieder auf SD um, damit wir ein sauberes, flüssiges Bild haben. So. Eben kurz schauen. Live-Modus. So, da schaltet es auf blau und ich nehme das Ganze nochmal kurz auf. So, und alle Fische weg. Ihr seht sie nicht schwimmen, aber ihr seht, selbst damit kommt die Kamera einigermaßen gut klar. Ihr könnt was erkennen im Becken, auch in der Blauphase und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Also das ist ein großes Plus für die Kamera. So, dann machen wir den Live-Modus mal wieder aus, gehen zurück und ihr seht, da schaltet die Kamera wieder um. Jetzt ist es relativ zügig, eben war der Zeitversatz ein bisschen größer. Ja, haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Preis habe ich gesagt, Montagemöglichkeiten fürs Poolbecken, für Becken mit umlaufenden Rand. Wer noch was basteln möchte, so wie ich, kann die Halterung mit Magneten machen. Ihr könnt es kleben, wenn ihr wollt. Die Kamera kann entweder geklebt werden oder einfach nur davor gehangen werden. Das macht dem für die normale Ansicht tagsüber keinen Abbruch. Aber ich habe es, wie gesagt, hier so den Winkel so ein kleines bisschen hochgestellt, weil wenn das flach dran ist, dann sieht man halt nicht alles im Becken. Deshalb ist der Winkel bei mir, eigentlich sollte er so sein. Dann sehe ich eigentlich relativ viel. Muss ich noch separat installieren, dass der Winkel halt stehen bleibt. Würde ich euch auch empfehlen, weil es ist nicht ganz so weitwinklig, wie es sein soll. Und die Wasseroberfläche brauchen wir ja eigentlich nicht großartig zu sehen, außer natürlich vielleicht bei der Fütterung, um zu sehen, kommt da was raus oder nicht. Wenn da nichts rauskommt, kriegen wir darüber aber auch eine Push-Benachrichtigung auf unser Gerät. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Preis 115 Euro. Kamera mit Futterautomat, der beide Varianten kann und eigentlich von den Futtermengen her, ich sag mal, für mein Becken okay ist, finde ich gut. Wie es mit den anderen Futtersorten ist, der kann mit größerem Futter, Moment, hier, da habe ich noch das JBL, mit dem etwas größeren Futter kommt natürlich auch ein bisschen weniger raus. Je größer das Futter wird, desto weniger wird die Menge, die er tatsächlich ausgibt. Das heißt, bitte, wie schon eben gesagt, geht bitte hin und überprüft die Mengen, die rauskommen, wiegt sie ab oder ihr habt ja eure Futterroutinen entweder per Hand oder vielleicht schon mit einem anderen Futterautomaten. Vergleicht das Ganze, bevor ihr dann entsprechend euch darauf verlasst. Macht mehrere Ausgaben hintereinander, um zu gucken, ob die gleich bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich euch noch an der Hand geben möchte. Und ja, jetzt habe ich lang genug geredet in diesem Sinne. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen. Euer Viper.
Ciao.